Es ist hier saukalt wie im Winter, jetzt Ende März. Grüße euch. Ich sitze hier mit Ivo und wir spekulieren jetzt, was das Zeug hält. Und zwar über den kommenden Winter. Ich hatte mich ja für den letzten Winter festgelegt und gesagt, er wird im Laufe des Endes kippen. Und zwar im Februar. Das war nicht der Fall. Das ist jetzt im März passiert. Aus Großwetterlagensicht. Jetzt gehen wir mal nicht so auf die Statistik ein. Weil die Großwetterlage, die wir jetzt haben mit dem massiven Kaltluftvorstoß, müsste ja eigentlich ein Indiz sein, dass wir eine Änderung dieser vielen, vielen milden Phasen, die wir jetzt seit Mitte 2013 hatten, haben. Ja, also eigentlich ist das Kälteste vom Winter, was wir da jetzt haben. Kann man fast sagen. Ja, natürlich. Ja. Und wenn man das so sieht, dann ist immer wieder so gewesen, dass wenn der Winter sehr mild war und der März bringt plötzlich was daher, was viel kälter ist, als was man im Winter selbst gesehen hat, dann war das ein Indiz dafür, dass also der nächste Winter sich dem anschließt. Das haben wir 95 genau, vor allem 94, 95. Ja, die kälteste Phase begann dann im März. Ja, genau. Und der Winter 95, ja, 96 war lang und natürlich immens. Ne? Und dass sowas möglich ist, auch wenn jetzt der Winter mild war, man sieht ja, der Winter 94, 95 war ein sehr, sehr milder Winter. Und auch schon 93, 94. Zweimal sehr milder Winter. Ja, wir hatten ja eigentlich eine komplette Mildwinterserie außer 90, 91. Ja, und da sieht man dran, das sagt überhaupt nichts, dass der nächste Winter, bums, kann eiskalt werden. Also, wir reden jetzt mal über den nächsten Winter kurz detailliert. Wie glaubst du, wird er ungefähr ablaufen? Also, wenn ich mir jetzt den sehr milden Februar anschaue, ist es in der Regel so, dass solche Winter schon im Dezember beginnen, wenn der Februar sehr mild war. Man hat es 90 auch gesehen, mit Dezember 90 dann. Und bei 95 Februar sehr mild, hat man gesehen, Dezember 95, das fängt dann gleich an. Also wenn der Februar warm war im letzten Mildwinter und es kommt ein kälterer Winter, dann beginnt es meist gleich am Anfang. Und zieht sich durch. Und zieht sich durch. Bis? Ja, das kann bis zum März wieder gehen. Und ich meine ja noch, dass wir den November noch mit reinnehmen müssen. Ja, ja, das wäre dann wie 95. Und das, man hat ja damals zum Beispiel bei 62, 63 gesehen, sowas kann im November anfangen. Und es gibt auch immer auch heute noch sowas. Also es ist nicht so, dass es das nicht mehr gibt. Ja, es ist halt seltener geworden. Okay. Aber du bist der Meinung, dieser Winter... Genau wie, also ich bin auch der Meinung, wird für viele eine ganz massive und herbe Überraschung werden, dass der Winter 2021 in die kalte Trickkiste greift. Ja, und der ist auch ein bisschen zyklisch, ne? Über die Zwölferreihen. Die Zwölferreihen, die gibt es ja ständig. Die hat man ja andauernd. Man hat mit den Sommern jetzt wieder gesehen und der Winter liegt ja auch ein bisschen auf Zwölferreihe. Bei 84, 85, dann haben wir 96, 97, 8 auf 9, 20 auf 21. Es ist immer der Zwölferabstand, der jedes Mal kalt war, in den letzten vier Beispielen, also mit vier Zyklen. Also es ist auch verdächtig eigentlich, dass man schon davon ausgehen kann, da ist schon was im Busch. Okay, und der wird abgesäbelt, dass wir genug Holz für den nächsten Winter haben.